Eine erfolgreiche, eine typische Karriere. Und doch verläuft das Leben des Investmentbankers Garrett Anderson ganz anders als geplant. Ich wollte die Nummer eins sein. Ich wollte das große Geld machen. Ich wollte mich in 5 Jahren zur Ruhe setzen. Das London-Büro des Wirtschaftssenders CNBC. Die Wege des großen Geldes werden genau verfolgt. Seit Monaten führen sie in einen Abgrund. Auch heute. Börsenkurse im freien Fall. Die, die wirklich wissen, was in der Wirtschaft vorgeht, sind sehr besorgt. Wir blicken auf einen riesigen roten Flecken. Da fließt Blut durch die Straßen. Das ist die Kreditkrise. Live. Die Financial City in London. Hier hat Garrett Anderson ein Vermögen gemacht. Jetzt, Ende 2008, fühlt er sich wie ein Täter, der an den Tatort zurückkehrt. Doch die City ist ihm fremd geworden. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Ich glaube nicht, dass das viele vorausgesehen haben. Bear Stearns stürzt ein, Lehman Brothers. Britische Banken werden verstaatlicht, amerikanische Versicherungen. Eine Krise von biblischen Ausmaßen. Zwölf Jahre hat Garrett Anderson hier sehr viel Geld verdient. 12 Jahre haben die City verändert. Und aus Garrett Anderson einen anderen Menschen gemacht. Im vornehmen Stadtteil Notting Hill. Hier leben die Eltern von Garrett Anderson. Der Vater hat sich aus der Arbeiterklasse hochgearbeitet bis ins Parlament. Ein überzeugter Labour-Politiker. Ein Lord. Sein Sohn hatte in England alle Chancen. Gute Schulen, Studium der Geschichte in Cambridge. Doch Garrett hatte andere Pläne. Nach der Uni ging er nach Indien. Er wollte mit indischen Kleidern handeln. Wir dachten schon, wir hätten ihn an Indien verloren. So sehr liebte er Indien. Mitte der 90er Jahre. Monatelang reist Garrett Anderson durch Asien. Ein Junge, der alles Mögliche im Kopf hat, aber keine Karriere. Er hat andere Ideale. Er glaubte, man solle arbeiten, weil man seine Arbeit liebt, nicht des Geldes wegen. Dass Glück wichtiger ist. Dass man sich selbst verwirklichen soll. Die Welt bereisen, andere Kulturen kennenlernen. Anstatt jeden Morgen mit der Bahn zur Arbeit zu fahren und im Büro zu sitzen. Ja, ich war ein linker, haschrauchender, am Strand schlafender Hippie. Garrett Anderson lässt sich lange treiben. Doch zunehmend drängt sich eine unangenehme Erkenntnis auf. Auch für ein dauerhaftes Leben als Hippie benötigt man Geld. Ja, er brauchte damals Geld. Er musste etwas verdienen. Er hatte aber keinen klaren Beruf. Eltern wollen immer, dass ihre Kinder einer anständigen Arbeit nachgehen. Aber er wurde kein Anwalt, kein Lehrer oder Arzt. Er hatte sich noch für keinen Beruf entschieden. Heimatbesuch in London. Garrett ist ziemlich abgebrannt. Er will wieder nach Indien. Doch das Geld dazu fehlt. Mein Bruder, der hatte einen Job in der City. Er war zielstrebiger und normaler als ich. Er fragte, willst du einen Job in der City? Da kannst du richtig Geld machen. Und ich dachte, anstatt weiter die Welt zu bereisen, könnte ich 4, 5 Jahre in der City arbeiten, 300.000–400.000 Pfund sparen und dann mit dem Geld machen, was ich will. Geld schien mir zu der Zeit nützlich. Es war das, was ich brauchte. Ohne groß nachzudenken, sagte ich, ja, okay.
Wandlung eines Hippies. Nur um sein altes Leben fortsetzen zu können, zwängt sich Garand sogar in Anzüge. Und legt ein Gelübde ab. 5 Jahre und keinen Tag länger. Er ist bereit, seine Kleidung zu wechseln, aber nicht seine Ideale. Zum Erstaunen seiner Familie. Ich war froh über seinen Job in der City. Er liebte schon immer das Risiko. Für einen gebildeten Menschen hatte ich herzlich wenig Ahnung. Ich wusste, dass man in der City die Financial Times liest, hart arbeitet, früh ins Büro muss. Ich wusste nicht, was ein Aktienkurs ist, auch nicht, wie die Börse funktioniert. Ich war ziemlich ignorant. Anzug, Krawatte, kurze Haare. Garand Anderson bekommt einen Job bei einer niederländischen Investmentfirma. Er ist 23 Jahre alt und hat keine Ahnung. Nicht von der City, erst recht nicht von dem Arbeitsgebiet, das gerade zu haben ist. Energiekonzerne. Ich kümmerte mich etwa um RWE oder E.ON in Deutschland. Ich war in einem Team aus 6 Leuten. Wir beobachteten den europäischen Energiesektor. Das waren über 30 Firmen. Wir flogen in die Schweiz, nach Japan oder Amerika und sagten Kunden, ich weiß, was los ist. Glauben Sie uns, wickeln Sie Ihr Geschäft über uns ab. Dann bekamen wir 0,2% Kommission. Jede Million, die über meine Bank gehandelt wurde, brachte 2.000 Euro. Anderson lernt schnell. Bald trägt er seine Anzüge wie selbstverständlich. Nach wie vor interessiert er sich eigentlich nicht für Kohle- und Atomkraftwerke. In seinem Job findet er heraus, zählt etwas ganz anderes. Schon bald ist er einer von ihnen. Ein Junge aus der Finanzwelt. Ein Cityboy. Die Cityboys sind in der Regel weiß, jung, männlich, mit lockeren Moralvorstellungen, selbstzufrieden und gut im Feiern. Ich bin ziemlich gesellig, feiere gerne. Ich gehe gerne mit Leuten einen trinken. Und die City ist voller langweiliger Typen, sodass Kunden selbst mit jemandem wie mir mit nur begrenztem Charme ausgehen, lieber als mit anderen. Ich habe mich immer mit den richtigen Leuten umgeben. Ich ging in so etwas ziemlich strategisch vor. Garand Anderson ist für seine Bank fast rund um die Uhr im Einsatz. Tags und nachts. Zu vorgerückter Stunde sind gesellschaftliche Qualitäten gefragt und über sie verfügt er reichlich. Der junge Investmentbanker steigt hinter die Gesetze der Branche. Das Nachtleben ist gut für die Kundenbindung. Ein Kunde wird sich fragen, wem gebe ich meinen Auftrag? Dem Bürotypen oder dem Kerl, der dein Freund ist? Warburg, eine Bankerlegende, sagte, werde sein Freund, dann sein Banker. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Und zum Sexleben. Viele meiner Kunden waren recht unattraktiv. Wenn du ihnen helfen kannst, in Gesellschaft Spaß zu haben, werden sie dich belohnen. 2-mal wurde ich gebeten, für Kunden Prostituierte zu besorgen. Ich habe beide Male dieselbe Ausrede benutzt. Das kann ich nicht. Ich werde von den Prostituierten keine Quittungen bekommen und sie nicht als Spesen abrechnen können. Tut mir leid. Aber Striptease-Bars gehören zum Leben der Cityboys einfach dazu. Wir bemerkten eine Veränderung. Eine Weile gestand er sich das auch ein. Er hatte sich der Kultur der City angepasst. Er wurde geldgierig. Plötzlich ging er auf Distanz zu uns.
Am Esstisch sagten wir ihm, dass es Wichtigeres im Leben gibt. Als guter walisischer Protestant zitierte ich Thomas von Aquin. Man sollte stets die Ewigkeit im Blick haben. Ende der 90er. Anderson, jetzt ein paar Jahre dabei, stellt sich der Zukunft nicht. Steigende Börsenkurse, Frauen, Kokain. Was allein zählt, ist das Hier und Jetzt. Da war dieser Dealer, wir nannten ihn Charlie Chang. Charlie ist ein Codewort für Kokain, genau wie Chang. Wir nannten ihn auch Martini, weil er immer und überall servierte. Er fuhr mit seinem Roller um die Investmentbanken und nahm Bestellungen entgegen. Kokain hält dich am Laufen, es hält dich wach. Es lässt dich vergessen, was zu Hause auf dich wartet. Deine Frau, deine Kinder. Dann die langen Arbeitstage. Sie arbeiten bis zu 18 Stunden am Tag. Ich habe so ziemlich alles ausprobiert. Diese Zeit ist vorbei, aber ein Blick in meine Augen zeigt, dass ich schon ein bisschen was vom Leben gesehen habe. Der Cityboy pokert. Er wechselt zur Commerzbank. Auch dort ist er bei seinen Chefs sehr beliebt. Er sorgt für große Gewinne, arbeitet sich weiter hoch. Die Gier treibt nun auch den ehemaligen Hippie. 4 Jahre ist er jetzt dabei. Nach seinem Gelübde bleibt noch 1 Jahr. Dann im Jahr 2000 heuert er für noch mehr Geld bei Dresdner Kleinwort an, der anderen deutschen Investmentbank. Mein erstes Jahresgehalt lag bei 24.000 Pfund. Mein erster Bonus betrug 14.000 Pfund. Mein Vater hat als Abgeordneter hart gearbeitet. Sein Gehalt lag bei etwa 50.000 Pfund. Ich verdiente in meinem ersten Jahr schon fast so viel wie mein Vater. Mein letztes Gehalt lag bei 120.000 und der Bonus bei 500.000 Pfund. Zusammen damals 800.000 Euro. Und bis dahin ging es nur steil nach oben. Ich habe ihn nie nach seinem Gehalt gefragt. Es hat mich auch nie interessiert. Als Vater wollte ich, dass er etwas tut, das ihm gefällt. Anfang des neuen Jahrtausends fließen Unmengen Geld in die City und locken Nachwuchsbanker aus der ganzen Welt an. Viele lassen sich an der Cass School of Business ausbilden. Jeder hier will etwas abhaben vom großen Kuchen. Wenn du Händler bist, kann die Bank exakt ausrechnen, wie viel du einbringst. Wenn du 10 Millionen Pfund einbringst, ist es normal, einen Bonus von 1 Million zu bekommen. Der Bonus ist das wirksamste Instrument der Banken. Er lässt die City Boys alle Skrupel vergessen und steigert ihre Gier. Es dreht sich alles um den Bonus. Die Leute gehen ungeheure Risiken ein, ohne nach vorne zu schauen. Ich habe selbst nur an meinen nächsten Bonus gedacht. Ich wusste ja nie, ob ich in 2 oder 3 Jahren meinen Job noch haben würde. Es hatte negative Folgen. Viele der gut verdienenden Leute bekamen das Gefühl, sie könnten sich alles kaufen. Nicht nur Sachen. Es waren ja nicht nur Autos, nicht nur schicke Essen. Es waren auch Menschen. Sie konnten in einen Club gehen und sich ein Mädchen kaufen. Das alles machte die City noch materialistischer. Es trieb auch die Leute, die nicht so viel verdienten, an ihre Grenzen. Sie dachten, sie müssten irgendwie mithalten. Jeder gegen jeden. In den Jahren des Börsenbooms florieren die Boxclubs. Mitten in der City üben sich Banker im echten Faustkampf. Auch Garrett Anderson kommt auf den Geschmack des White-Collar-Boxings. Schweiß und blaue Flecken nach Börsenschluss. Wer mehr verdienen will als seine Gegner, muss fit sein. Auch härter. Gegen sich und gegen die anderen. We are not, frankly, as a family.
Als Familie sind wir nicht sonderlich an Geld interessiert. Garen schien jedoch eine faustische Beziehung zur City zu entwickeln. Er hat seine Seele verkauft. Das Leben im Schattenreich der City fordert schnell Tribut. 24. November 2000. Anderson steht vor seinem fünften Jahr. Während er feiert, ereignet sich in einem amerikanischen Kohlekraftwerk ein Unfall. Zu Arbeitsbeginn blicken alle auf den 27-jährigen Analysten Anderson, den inzwischen hoch angesehenen Spezialisten für Energieunternehmen. Wie soll die Bank reagieren? Ich kam zur Arbeit, nachdem ich eine tolle Nacht hinter mir hatte. Plötzlich musste ich den Aktienpreis einer Firma analysieren, deren Kraftwerk in Utah gerade in die Luft geflogen war. Garrett Anderson muss blitzschnell reagieren und ist hoffnungslos überfordert. Waren Sie auf Kokain? Marktgerüchte möchte ich nicht kommentieren. Noch im Rausch der vergangenen Nacht gibt der Analyst Kaufempfehlungen. Sie werden an der Börse sofort umgesetzt. Ich habe den Verlauf des Kurses falsch eingeschätzt. Als der Trader anrief, sagte ich, ich denke, der Kurs wird so um die 5 Pence fallen. Nachdem der Kurs um die 10 Pence gefallen war, sagte er, klasse, lass uns einsteigen. Und ich sagte, ja, mach. Und dann fiel der Kurs nochmal 10 Pence und nochmal 5 Pence. Und ich dachte nur, oh Mann, da wurde mir übel. Plötzlich denkst du, oh nein, ich habe es richtig vermasselt und meiner Bank eine Menge Geld verloren. Aber was soll's? Man muss so etwas im großen Rahmen sehen. Ein knappes Jahr später. Angriff auf das Finanzzentrum auf der anderen Seite des Atlantik. Für einen Moment scheint die Welt, auch die Welt des Geldes, stillzustehen. Anlass zum Nachdenken. Aber worüber? Das war der reinste Horror. Es gab eine Art Solidarität. Irgendwie waren das ja Kollegen, all diese Menschen bei Cantor Fitzgerald, bei Fiduciary. Sie machten ja denselben Job wie wir. Nicht nur Amerika wurde da angegriffen, es war die Finanzwelt. In London wurden Canary Wharf und alle Hochhäuser evakuiert. Die City reagiert instinktiv und wittert in der Krise eine Chance. Auch die Truppe um Garrett Anderson. Der Markt ist ein gefühlloses Ungeheuer. Wir waren kurz davor, eine E-Mail an Kunden zu verschicken, in der wir zum Kauf besonders krisenfester Firmen rieten. Eine Sekretärin warnte uns, wenn diese E-Mail an die Zeitungen gelangt, seht ihr wie herzlose Zyniker aus. Wollt ihr das wirklich? Also haben wir die Kunden nur übers Telefon kontaktiert. Die Börsenkurse erholen sich schnell. Dann, wenig später, der nächste Schock für die Finanzmärkte. Doch der ist diesmal hausgemacht. Einer der größten Energiekonzerne der USA, Enron, fliegt auf. Wegen Bilanzmanipulation. Kriminelle in den Vorstandsetagen. Damals dämmerte uns, welche kapitalistischen Exzesse und in welchem Ausmaß Korruption liefen. Sogar die Amerikaner sagten, so geht das nicht weiter. Hier verlieren über 20.000 Menschen ihren Job, nur weil diese Firma ein einziger großer Betrug ist. Keine Krise ohne Krisengewinnler. Während der amerikanischen Enron-Affäre reibt man sich anderswo die Hände. Werden jetzt noch mehr weltweite Geldströme nach London fließen? London profitierte von der Krise. Sie führte zu strengeren Vorschriften in New York. Und viele Geschäftsleute verließen New York. Denn dort galten nun wesentlich höhere Anforderungen an die geschäftliche Transparenz. Man musste damit rechnen, dass die amerikanischen Aufsichtsbehörden Verstöße härter ahnden.
härter als hier in London. Zwischen 2003 und 2007 waren die Boomzeiten in London. Als die Börse auf einmal 80-90% Wertsteigerung verzeichnete, die Leute verdienten einfach Unsummen an Geld. Das haben wir den verschärften Vorschriften in den USA zu verdanken. Die City Boys fühlen sich als unverwundbare Krieger, die sogar die Masters of the Universe in New York bezwungen haben. In den Londoner Büros und Bars floriert das Geschäft mit Informationen. In meinem Bereich, den Energieunternehmen, war es immer gleich. Bei jeder der fünf Firmen, die in den letzten beiden Jahren übernommen wurden, ist kurz vor der Übernahme der Aktienkurs in die Höhe geschossen. Jeder kaufte Aktien. Die Firmen mussten fast jedes Mal erklären, dass sie den Kursanstieg bemerkt hätten und dass sie sich in Übernahmegesprächen befinden. Das zeigt klar, sie haben hingenommen, dass ihr Aktienkurs aufgrund von Insiderhandel in die Höhe schnellt. Über welche Firmen reden wir? Wir reden etwa von AWG, wir reden von Scottish Power, von Calder, South Staffordshire Water. Nach dem 11. September, nach Enron, nach der Invasion des Irak, die City rast. Eigentlich wollte Anderson in diesem Jahr aussteigen. Doch jeder hier kann steinreich werden. Wer zögert, ist ein Verlierer. Die Tricks werden immer gerissener, die Einsätze höher. Ich kaufe zum Beispiel Aktien einer Firma. Dann verbreite ich per E-Mail oder Telefon das Gerücht, die Firma wird nächste Woche übernommen. Die Leute geben es an Reuters weiter. Die Preise klettern, das Gerücht muss also stimmen. Der Preis steigt weiter, bis die Firma klarstellt, dass sie überhaupt nicht übernommen wird. Sowas läuft auch über die Presse. Du erzählst deinem Kumpel in der Zeitung, was du so hörst. Du weißt, die Aktienkurse werden hochschießen. Und wenn die Börsenaufsicht fragt, steckst du dahinter, sagst du, nein, ich habe nur davon in der Zeitung gelesen. Noch schlimmer ist Trash and Cash. Du sagst, diese Bank geht pleite. Sie werden es zwar dementieren, aber es stimmt. Du hast deine Leeraktien verkauft und machst Gewinne, wenn die Aktie fällt. Was sind Gerüchte, was handfeste Informationen? Wem kann man trauen? Garrett Anderson ist mittendrin. Nehmen Sie den Fall der Halifax Bank of Scotland. Das Gerücht wird in die Welt gesetzt, dass sie pleite geht. Drei Stunden später stürzen die Aktien um 17% ab. Ich wette, eine Bande Hedgefondsmanager hat ihre Aktien kurz vorher verkauft. Wenn sie Aktien im Wert von 10 Millionen Pfund verkauft haben, haben sie in drei Stunden 1,7 Millionen Pfund gemacht. Diese Hedgefondsmanager tragen dazu bei, dass eine globale Rezession ausgelöst wird. Menschen verlieren ihre Arbeit, ihre Wohnung, Geschäfte geben auf. Aber denen ist das egal. Sie haben Kasse gemacht, während die Welt zusammenbricht. Das ist typisch, kurzsichtig und rücksichtslos. Joining us to look at the sector is Geraint Anderson, a utilities analyst from Dresdner Kleinwort. In diesen Jahren wird Anderson selbst zum Star des Finanzsystems. Er wird mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Sein Rat ist gefragt. What do you make of them? They were quite strong. We had profit before tax growth of 9.5%. EPS was up about 15%. Auf dem Höhepunkt seines Erfolges passiert etwas Ungewöhnliches. Etwas, das in der City nicht vorgesehen ist. Im Investmentbanker Anderson wachsen Gewissensbisse, Skrupel. Seine Unzufriedenheit spürt auch eine alte Studienfreundin. Sie arbeitet jetzt bei einer Londoner Zeitung und kommt auf eine folgenschwere Idee. Wir fragten ihn, ob er über sein Leben schreiben wolle. Anonym. Er sollte uns den Schmutz liefern. Keine Marktanalysen.
Wir wollen den Schmutz. Wir wollen Einblicke in das Leben der City, in das Verhalten der Leute, wie sie Geld ausgeben, wie sie von ihren Bossen behandelt werden, wie sie agieren, bevor sie ihren Bonus bekommen. Die ganzen spannenden, pikanten Fakten. Ich hatte immer Zweifel an meiner Arbeit als christlicher linker Hippie. Ich wurde von dem Job vereinnahmt. Dann bot man mir die Kolumne an. Ich sagte ja, solange sie anonym ist und City Boy heißt. Es geht ja um Jungs. Sie verdienen 500.000 Pfund, haben aber die Mentalität von Jungs. Was die beiden verabreden, ist ein öffentlicher Verrat. Er trug immer diesen Konflikt mit sich herum. Sein Job machte ihm Spaß, er war ja auch sehr gut darin. Aber andererseits ohne Illusionen, wie die City funktioniert, was für Unsummen da fließen und was die Leute für Geld tun, wie seine Kollegen sich verhalten. Er wollte darüber schreiben, das alles einfach loswerden. Von Beginn an sorgen die Kolumnen des City Boy für Gesprächsstoff. Ein Insider packt aus. Zum ersten Mal. Ein Skandal. In einer seiner ersten Kolumnen ging es um Leute, die ihren Bonus bekommen. Ihm und seinen Kollegen wurde oft 500.000 Pfund angeboten. Aber der Kodex der City sah vor, dass man selbst dann noch absolut angewidert tat und seinem Boss sagte, was ist das denn? Das ist ja eine Beleidigung. Mit der Kolumne habe ich täglich 500.000 Londonern gezeigt, wie die City funktioniert. Ich habe die schlechten Seiten der City aufgedeckt. Insiderhandel, falsche Gerüchte, Steuerhinterziehung, die Laster und die Exzesse der City. Es war spannend, dass jemand ausgebrochen war. Wer konnte das sein? Warum tat er das? London rätselt. Wer ist der Nestbeschmutzer? Der Verräter, der die Mauer des Schweigens durchbricht und der über seine Kollegen herzieht? Hinter welchem Schreibtisch sitzt er? Ich habe die Mauer des Schweigens durchbrochen, wie bei der Mafia. Der Grund, warum diese Mauer überhaupt existiert, ist, City Boys sind sich klar, wie viel Geld sie im Vergleich zu anderen verdienen. Sie wollen ihre Arbeit unglaublich komplex und intelligent aussehen lassen, nach dem Motto, ihr da draußen müsst es hier gar nicht erst versuchen. Zu kompliziert für euch. Diese besondere Sprache. In Wirklichkeit schieben wir nur Papier hin und her. Allerdings ziemlich clever. Die City wird misstrauisch. Irgendwo sitzt ein Banker, der außer Kontrolle geraten ist. Einer, der nach seinen eigenen Regeln spielt. Hätte mich meine Bank entdeckt, ich wäre gefeuert worden. Er spürte die Gefahr. Je mehr er schrieb, desto leichter wurde es herauszufinden, wer hinter der Kolumne steckt. Ein Proteststurm erhebt sich gegen den Anonymus und entlädt sich in wüsten E-Mails. Du verdienst es, geschlagen zu werden. Du bist ein übler Heuchler. Du bist ein verdammter Lügner. Deine Kollegen sollten dich verprügeln. You can't expect to write a column which says to people, these guys are malicious. Man kann ja nicht schreiben, diese Typen sind bösartige, gierige, rücksichtslose Egoisten, die als junge, weiße Weiberhelden in einer abgeschlossenen Welt leben. Und dann denken, niemand würde auf so etwas reagieren. Noch ist Anderson hin und her gerissen. Soll er weiter in der City arbeiten? Soll er aussteigen? Er zeigt die Kolumne seinen Eltern. Die sehen die City ohnehin kritisch. Wir wussten davon. Und von Zeit zu Zeit haben wir sie auch gelesen. Uns gegenüber hat er es nicht verheimlicht. Die meisten von ihnen waren richtig witzig. Es waren Abenteuer, die er in der City erlebt hat.
Sommer 2007. Verstörende Nachrichten aus den USA. Viele Immobilienkäufer haben sich verzockt. Und mit ihnen die Banken. Das weltweite Geschäft mit dem Verkauf von faulen Krediten bekommt erste Risse. Der Verkauf von Hypotheken in Amerika war verbrecherisch. Die Leute wurden per Provision dafür bezahlt, so viele Hypotheken wie möglich zu vergeben, an Leute, die wir Ninjas nannten. Kein Einkommen, keine Arbeit, kein Kapital. Sie konnten ihre Kredite gar nicht zurückzahlen. Die Banker im Hypothekengeschäft haben sich dann diese kranken Kredite besorgt und als Paket an ahnungslose Leute verkauft. Noch immer schwankt Anderson. Zwischen Ausstieg und Weitermachen, zwischen Gewissensbissen und der Aussicht auf den nächsten Bonus. Diese Mistkerle zahlen dir jedes Jahr mehr Geld. Es ist ziemlich schwer, einen Job aufzugeben, der dir eine 500.000 Pfund im Jahr einbringt. Mitte 2007 endet die berufliche Amokfahrt ebenso abrupt wie schmerzhaft. Mit einem Motorradunfall. Der Krankenhausaufenthalt wirft den Banker, der einmal Hippie war, endgültig aus dem Gleichgewicht. Mit Mitte 30. Das Leben ist kurz. Schon morgen kannst du vom Bus überfahren werden. Und ich wäre fast gestorben. Da war mir klar, diesen Job kann ich nicht mehr machen. Genug. Nach 12 Jahren und weit nach seinem geplanten Ausstieg, Garrett Anderson will die City verlassen. Er hatte keinen Spaß mehr. Ich habe wohl aus falschen Motiven versucht, ihn zum Bleiben zu überreden. Ich wollte nur, dass er seine Arbeit gern macht. Er sagte, er würde aufhören nach seinem Bonus. So sind sie alle. Sie gehen nicht ohne ihren Bonus. Aber dann tauchte die Frage auf, was dann? Noch einmal will Anderson Kasse machen. Ein Investmentbanker in einer Extremsituation. Er wird unvorsichtig. Ich habe mich in Bars betrunken und jemand fragte, was glaubt ihr, wer der City Boy ist? Ich habe gesagt, ich bin's. Am nächsten Tag dachte ich, oh nein, du hast gerade 2 Kunden erzählt, dass du City Boy bist. Am Ende wussten es etwa 20 Leute. Manche sagten auch, die Geschichte hast du mir neulich erzählt und jetzt habe ich sie in der City Boy Kolumne gelesen. Freud würde sagen, ich hoffte, dass ich auffliege und gefeuert werde. Es ist so schwer zu gehen. Der Job ist einfach zu gut bezahlt. Am 31. Januar sah ich, dass der Bonus auf meinem Konto war. Ich war um einige 100.000 Pfund reicher. Das Geld muss reichen. Für ein Leben nach der City. Ein letzter Weg zur Arbeit. Die ganzen Jahre habe ich mich als Hochstapler gefühlt. Egal wie erfolgreich ich war, ich glaubte, jemand würde auf mich zeigen, das ist gar kein Börsenhändler. Nach 12 Jahren dachte ich, geschafft. Mir wurde klar, jeder bescheißt jeden. Du musst nur besser Blödsinn machen als andere. Aber wenn es etwas gibt im Leben, das ich wirklich kann, dann ist es Blödsinn.
Die Vorgesetzten staunen nicht schlecht. Ein mit Preisen ausgezeichneter Cityboy, der aufhört. Einfach so. Sie wollen den erfolgreichen Kollegen halten, doch eine Chance haben sie nicht. Noch wissen sie nicht, dass Anderson hinter den Kolumnen steckt. So feiern alle mit ihm auf seiner Abschiedsparty. Ein letztes Mal. Im Sommer lässt der ehemalige Investmentbanker die Maske fallen und inszeniert seine letzte Enthüllung. Der Cityboy heißt Garrett Anderson. Als sich Anderson im Sommer mit seinen Erlebnissen als Buchautor feiern lässt, hagelt es Kritik. Der Aussteiger habe seine Kollegen verkauft, heißt es. Für einen Judaslohn. Im gewissen Sinn hat Garrett Anderson seine Kollegen verkauft. Und eine Menge Leute sind deswegen richtig sauer auf ihn. Aber der Schaden, den er angerichtet hat, kann auch zu einer Veränderung führen. Er kann tun und lassen, was er will. Er hat sich ja nicht sonderlich wohl in der City gefühlt. Also stand ihm dort keine lange Karriere bevor. Er kann froh sein, wohl genug Geld gemacht zu haben, um sich zur Ruhe setzen zu können. Solange er es nicht leichtsinnig investiert, viel Glück. Ich weiß nicht, wie viel Geld er verdient hat, ist mir auch egal. Aber man sollte nicht das System kritisieren und davon leben. Wenn er ohne seinen Bonus gegangen wäre, hätte ich den Hut gezogen. Aber man kassiert keinen Bonus und erzählt, das Bonussystem sei falsch. Garrett Anderson ist jetzt 35 Jahre alt, hat viel Geld und nur noch wenige Freunde. Und einen Ruf als Heuchler. Sind Sie ein Heuchler? Ich denke, manchmal war ich ein Heuchler. Als linker Hippie hatte ich Ideale und wurde Teil eines Systems aus Gier und jeder gegen jeden. Ich wurde korrumpiert. Ich muss mich der Kritik, ich sei Heuchler, stellen. Und muss beweisen, dass dem nicht mehr so ist. Soll ich mein ganzes Geld weggeben? Sollte ich all meine Ersparnisse verschenken? Manche sagen ja. Warum nicht? Von irgendetwas muss man ja leben. Immerhin habe ich es 12 Jahre lang verdient. Ich spende. Aber ich möchte darüber nicht sprechen. Ich will durchaus etwas zurückgeben. Der Aussteiger wird Promi. Ein Popstar unter den Kritikern der Bankenwelt. Weiter mit Kolumne und eigener Sendung. Die Jungs von den Hedgefonds werden völlig zu Recht beschimpft. Sie setzen falsche Gerüchte in die Welt. Etwa das Gerücht, dass eine Bank kurz vor der Pleite steht. Sie verkaufen rechtzeitig ihre Aktien und machen Kasse. Dadurch tragen sie zur Destabilisierung der Weltwirtschaft bei. Sie verursachen eine globale Rezession. Arbeitsplätze gehen verloren. Häuser müssen aufgegeben werden. Für diesen Film wollte keiner der Banken Stellung beziehen. Auch nicht die Londoner Finanzaufsicht. Ein mit Preisen ausgezeichneter Broker, der jetzt gegen seine Ex-Kollegen schießt, das ist zu gefährlich. Kein Kommentar. Wir wünschen Garrett alles Gute. Tut mir leid, bin gerade sehr beschäftigt. Wegen Gesundheitsbestimmungen können wir keine Dreharbeiten zulassen. Wir müssen Ihre Anfrage ablehnen, aus Sicherheitsgründen. Er hat die Grenze überschritten. Wenn du als Betrüger, Lügner oder Dieb erwischt wirst, wirst du hier nie wieder arbeiten. Die City hat ein langes Gedächtnis. In der City ist er jetzt eine unerwünschte Person. Er ist zu weit gegangen. So etwas darf man nicht tun. Garrett Anderson probiert den Durchmarsch und macht sich über seine Ex-Kollegen auch noch lustig.
Herbst 2008. Richtig zum Lachen ist in der Finanzwelt niemand mehr zumute. Weltweit stürzen Banken ein wie Kartenhäuser. Anderson hat in seinen Kolumnen vor dem Crash gewarnt. Jetzt fühlt sich der Ex-Banker bestätigt. In einer Mischung aus Schadenfreude und Entsetzen. Es werden ca. 50.000 Jobs verschwinden. Die Boni werden um 60% sinken. Früher konnten die Banker pokern. Sie konnten sagen, wenn sie mir keinen guten Bonus zahlen, gehe ich eben zu einer anderen Bank. Aber Lehman ist weg, Bear Stearns ist weg. Bei meinen Ex-Kollegen herrscht eine Stimmung der Depression und Panik. Niemand macht den Job ja aus Liebe zum Job. Man macht ihn des Geldes wegen. Jetzt werden sie aber nicht mehr so viel Geld machen. Einige werden sich fragen, ob sie nicht etwas anderes mit ihrem Leben anfangen sollten. Anderson hat seine Entscheidung getroffen und bewegt sich am Rande der City. Wenn englische Medien eine systemkritische Stimme hören wollen, Garrett Anderson steht zur Verfügung und profitiert von der Krise. Vom Hippie zum Banker zum freischaffenden Kritiker. Wird der persönliche Kreuzzug belohnt? Ist Kapitalismuskritik eine Ware, die sich versilbern lässt? Anderson lebt nach wie vor gut von dem System. Es ist nicht grundsätzlich falsch zu investieren. Firmen sind auch nicht grundsätzlich böse, auch der Kapitalismus nicht. Sich aufzuführen wie im Wilden Westen, das ist falsch. Wir werden so bald keine Revolution erleben. Haben Sie auch Geld verloren? Ja, über die letzten 3 Monate, den Wert meines Grundstücks inklusive, habe ich 300.000 bis 400.000 Pfund verloren. Ich habe allen geraten, ihre Aktien zu verkaufen und habe es selbst nicht getan. Geschieht mir recht. Sie haben 400.000 Pfund verloren. Und wie steht es um Ihren Plan, vom Geld der letzten 12 Jahre zu leben? Ich muss wohl mehr Bücher schreiben. Im Ernst? Es ist ein Problem. Ich dachte, ich könnte 5 bis 10% Rendite machen und dann in Rente gehen. Wie es aussieht, habe ich viel Geld verloren. Sie sind noch immer Teil des Systems, aus dem Sie eigentlich raus wollten. Man kommt nicht raus, außer man lebt in einem Zelt in Indien. Kämpfen, fallen, aufstehen, weiterkämpfen. Auch Garrett Anderson hat Schaden genommen. Aber ihm wird die Krise weit weniger anhaben als seinen ehemaligen Kollegen. Die große Party ist zu Ende. Der City Boy heißt Garrett Anderson. Als sich Anderson im Sommer mit seinen Erlebnissen als Buchautor feiern lässt, hagelt es Kritik. Der Aussteiger habe seine Kollegen verkauft, heißt es. Für einen Judaslohn. Im gewissen Sinn hat Garrett Anderson seine Kollegen verkauft. Und eine Menge Leute sind deswegen richtig sauer auf ihn. Aber der Schaden, den er angerichtet hat, kann auch zu einer Veränderung führen. Er kann tun und lassen, was er will. Er hat sich ja nicht sonderlich wohl in der City gefühlt. Also stand ihm dort keine lange Karriere bevor. Er kann froh sein, wohl genug Geld
Geld gemacht zu haben, um sich zur Ruhe setzen zu können. Solange er es nicht leichtsinnig investiert, viel Glück. Ich weiß nicht, wie viel Geld er verdient hat, ist mir auch egal. Aber man sollte nicht das System kritisieren und davon leben. Wenn er ohne seinen Bonus gegangen wäre, hätte ich den Hut gezogen. Aber man kassiert keinen Bonus und erzählt, das Bonussystem sei falsch. Garrett Anderson ist jetzt 35 Jahre alt, hat viel Geld und nur noch wenige Freunde. Und einen Ruf als Heuchler. Sind Sie ein Heuchler? Ich denke, manchmal war ich ein Heuchler. Als linker Hippie hatte ich Ideale und wurde Teil eines Systems aus Gier und jeder gegen jeden. Ich wurde korrumpiert. Ich muss mich der Kritik, ich sei Heuchler, stellen und muss beweisen, dass dem nicht mehr so ist. Soll ich mein ganzes Geld weggeben? Sollte ich all meine Ersparnisse verschenken? Manche sagen ja. Warum nicht? Von irgendetwas muss man ja leben. Immerhin habe ich es 12 Jahre lang verdient. Ich spende. Aber ich möchte darüber nicht sprechen. Ich will durchaus etwas zurückgeben. Der Aussteiger wird Promi. Ein Popstar unter den Kritikern der Bankenwelt. Weiter mit Kolumne und eigener Sendung. Die Jungs von den Hedgefonds werden völlig zu Recht beschimpft. Sie setzen falsche Gerüchte in die Welt. Etwa das Gerücht, dass eine Bank kurz vor der Pleite steht. Sie verkaufen rechtzeitig ihre Aktien und machen Kasse. Erfolgreiche, eine typische Karriere. Und doch verläuft das Leben des Investmentbankers Garrett Anderson ganz anders als geplant. Ich wollte die Nummer eins sein. Ich wollte das große Geld machen. Ich wollte mich in 5 Jahren zur Ruhe setzen. Das London-Büro des Wirtschaftssenders CNBC. Die Wege des großen Geldes werden genau verfolgt. Seit Monaten führen sie in einen Abgrund. Auch heute. Börsenkurse im freien Fall. Die, die wirklich wissen, was in der Wirtschaft vorgeht, sind sehr besorgt. Wir blicken auf einen riesigen roten Flecken. Da fließt Blut durch die Straßen. Das ist die Kreditkrise. Live. Die Financial City in London. Hier hat Garrett Anderson ein Vermögen gemacht. Jetzt, Ende 2008, fühlt er sich wie ein Täter, der an den Tatort zurückkehrt. Doch die City ist ihm fremd geworden. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Ich glaube nicht, dass das viele vorausgesehen haben. B.S. Stearns stürzt ein, Lehman Brothers. Britische Banken werden verstaatlicht, amerikanische Versicherungen. Eine Krise von biblischen Ausmaßen. Zwölf Jahre hat Garrett Anderson hier sehr viel Geld verdient. 12 Jahre haben die City verändert. Und aus Garrett Anderson einen anderen Menschen gemacht. Im vornehmen Stadtteil Notting Hill. Hier leben die Eltern von Garrett Anderson. Der Vater hat sich aus der Arbeiterklasse hochgearbeitet bis ins Parlament. Ein überzeugter Labour-Politiker. Ein Lord. Sein Sohn hatte in England alle Chancen. Gute Schulen, Studium der Geschichte in Cambridge. Doch Garrett hatte andere Pläne. Nach der Uni ging er nach Indien. Er wollte mit indischen Kleidern handeln. Wir dachten schon, wir hätten ihn an Indien verloren. So sehr liebte er Indien. Mitte der 90er Jahre. Monatelang reist Garrett Anderson durch Asien. Ein Junge, der alles Mögliche im Kopf hat, aber keine Karriere. Er hat Part of the existence of City Boys.
Wir bemerkten eine Veränderung. Eine Weile gestand er sich das auch ein. Er hatte sich der Kultur der City angepasst. Er wurde geldgierig. Plötzlich ging er auf Distanz zu uns. Am Esstisch sagten wir ihm, dass es Wichtigeres im Leben gibt. Als guter walisischer Protestant zitierte ich Thomas von Aquin. Man sollte stets die Ewigkeit im Blick haben. Ende der 90er. Anderson, jetzt ein paar Jahre dabei, stellt sich der Zukunft nicht. Steigende Börsenkurse, Frauen, Kokain. Was allein zählt, ist das Hier und Jetzt. Da war dieser Dealer, wir nannten ihn Charlie Chang. Charlie ist ein Codewort für Kokain, genau wie Chang. Wir nannten ihn auch Martini, weil er immer und überall servierte. Er fuhr mit seinem Roller um die Investmentbanken und nahm Bestellungen entgegen. Kokain hält dich am Laufen, es hält dich wach. Es lässt dich vergessen, was zu Hause auf dich wartet. Deine Frau, deine Kinder. Dann die langen Arbeitstage. Sie arbeiten bis zu 18 Stunden am Tag. Ich habe so ziemlich alles ausprobiert. Diese Zeit ist vorbei. Aber ein Blick in meine Augen zeigt, dass ich schon ein bisschen was vom Leben gesehen habe. Der Cityboy pokert. Er wechselt zur Commerzbank. Auch dort ist er bei seinen Chefs sehr beliebt. Er sorgt für große Gewinne, arbeitet sich weiter hoch. Die Gier treibt nun auch den ehemaligen Hippie. 4 Jahre ist er jetzt dabei. Nach seinem Gelübde bleibt noch 1 Jahr. Dann im Jahr 2000 heuert er für noch mehr Geld bei Dresdner Kleinwort an, der anderen deutschen Investmentbank. Mein erstes Jahresgehalt lag bei 24.000 Pfund. Mein erster Bonus betrug 14.000 Pfund. Mein Vater hat als Abgeordneter hart gearbeitet. Sein Gehalt lag bei etwa 50.000 Pfund. Ich verdiente in meinem ersten Jahr schon fast so viel wie mein Vater. Mein letztes Gehalt lag bei 120.000 und der Bonus bei 500.000 Pfund. Zusammen damals 800.000 Euro. Und bis dahin ging es nur steil nach oben. Ich habe ihn nie nach seinem Gehalt gefragt. Es hat mich auch nie interessiert. Als Vater wollte ich, dass er etwas tut, das ihm gefällt. So haben wir die Kunden nur übers Telefon kontaktiert. Die Börsenkurse erholen sich schnell. Dann, wenig später, der nächste Schock für die Finanzmärkte. Doch der ist diesmal hausgemacht. Einer der größten Energiekonzerne der USA, Enron, fliegt auf. Wegen Bilanzmanipulation. Kriminelle in den Vorstandsetagen. Damals dämmerte uns, welche kapitalistischen Exzesse und in welchem Ausmaß Korruption liefen. Sogar die Amerikaner sagten, so geht das nicht weiter. Hier verlieren über 20.000 Menschen ihren Job. Nur weil diese Firma ein einziger großer Betrug ist. Keine Krise ohne Krisengewinnler. Während der amerikanischen Enron-Affäre reibt man sich anderswo die Hände. Werden jetzt noch mehr weltweite Geldströme nach London fließen? London profitierte von der Krise. Sie führte zu strengeren Vorschriften in New York. Und viele Geschäftsleute verließen New York. Denn dort galten nun wesentlich höhere Anforderungen an die geschäftliche Transparenz. Man musste damit rechnen, dass die amerikanischen Aufsichtsbehörden Verstöße härter ahnden. Härter als hier in London. Zwischen 2003 und 2007 waren die Boomzeiten in London. Als die Börse auf einmal 80-90% Wertsteigerung verzeichnete. Die Leute verdienten einfach Unsummen an Geld. Das haben wir den verschärften Vorschriften in den USA zu verdanken. Die City Boys fühlen sich als unverwundbare Krieger, die sogar die Masters of the Universe in New York bezwungen haben. In den Londoner Büros und Bars floriert das Geschäft mit Informationen.
In meinem Bereich, den Energieunternehmen, war es immer gleich. Bei jeder der fünf Firmen, die in den letzten beiden Jahren übernommen wurden, ist kurz vor der Übernahme der Aktienkurs in die Höhe geschossen. Jeder kaufte Aktien. Die Firmen mussten fast jedes Mal erklären, dass sie den Kursanstieg bemerkt hätten und dass sie sich in Übernahmegesprächen befinden. Das zeigt klar, sie haben hingenommen, dass ihr Aktienkurs aufgrund von Insiderhandel in die Höhe schnellt. Über welche Firmen reden wir? Wir reden etwa von AWG, wir reden von Scottish Power, von Calder, South Staffordshire Water. Nach dem 11. September, nach Enron, Anderson lernt schnell. Bald trägt er seine Anzüge wie selbstverständlich. Nach wie vor interessiert er sich eigentlich nicht für Kohle- und Atomkraftwerke. In seinem Job findet er heraus, zählt etwas ganz anderes. Schon bald ist er einer von ihnen. Ein Junge aus der Finanzwelt. Ein Cityboy. Die Cityboys sind in der Regel weiß, jung, männlich, mit lockeren Moralvorstellungen, selbstzufrieden und gut im Feiern. Ich bin ziemlich gesellig, feiere gerne. Ich gehe gerne mit Leuten einen trinken. Und die City ist voller langweiliger Typen, sodass Kunden selbst mit jemandem wie mir mit nur begrenztem Charme ausgehen, lieber als mit anderen. Ich habe mich immer mit den richtigen Leuten umgeben. Ich ging in so etwas ziemlich strategisch vor. Garrett Anderson ist für seine Bank fast rund um die Uhr im Einsatz, tags und nachts. Zu vorgerückter Stunde sind gesellschaftliche Qualitäten gefragt und über sie verfügt er reichlich. Der junge Investmentbanker steigt hinter die Gesetze der Branche. Das Nachtleben ist gut für die Kundenbindung. Ein Kunde wird sich fragen, wem gebe ich meinen Auftrag? Dem Bürotypen oder dem Kerl, der dein Freund ist? Warburg, eine Bankerlegende, sagte, werde sein Freund, dann sein Banker. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Und zum Sexleben. Viele meiner Kunden waren recht unattraktiv. Wenn du ihnen helfen kannst, in Gesellschaft Spaß zu haben, werden sie dich belohnen. Zweimal wurde ich gebeten, für Kunden Prostituierte zu besorgen. Ich habe beide Male dieselbe Ausrede benutzt. Das kann ich nicht. Ich werde von den Prostituierten keine Quittungen bekommen und sie nicht als Spesen abrechnen können. Tut mir leid. Aber Striptease-Bars gehören zum Leben der Cityboys einfach dazu. Wir bemerkten eine Veränderung. Eine Weile gestand er sich das auch ein. Er hatte sich der Kultur der City angepasst. Er wurde geldgierig. Anderson lernt schnell. Bald trägt er seine Anzüge wie selbstverständlich. Nach wie vor interessiert er sich eigentlich nicht für Kohle- und Atomkraftwerke. In seinem Job findet er heraus, zählt etwas ganz anderes. Schon bald ist er einer von ihnen. Ein Junge aus der Finanzwelt. Ein Cityboy. Die Cityboys sind in der Regel weiß, jung, männlich, mit lockeren Moralvorstellungen, selbstzufrieden und gut im Feiern. Ich bin ziemlich gesellig, feiere gerne. Ich gehe gerne mit Leuten einen trinken.
Und die City ist voller langweiliger Typen, sodass Kunden selbst mit jemandem wie mir mit nur begrenztem Charme ausgehen, lieber als mit anderen. Ich habe mich immer mit den richtigen Leuten umgeben. Ich ging in so etwas ziemlich strategisch vor. Garrett Anderson ist für seine Bank fast rund um die Uhr im Einsatz, tags und nachts. Zu vorgerückter Stunde sind gesellschaftliche Qualitäten gefragt und über sie verfügt er reichlich. Der junge Investmentbanker steigt hinter die Gesetze der Branche. Das Nachtleben ist gut für die Kundenbindung. Ein Kunde wird sich fragen, wem gebe ich meinen Auftrag? Dem Bürotypen oder dem Kerl, der dein Freund ist? Warburg, eine Bankerlegende, sagte, werde sein Freund, dann sein Banker. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Und zum Sexleben. Viele meiner Kunden waren recht unattraktiv. Wenn du ihnen helfen kannst, in Gesellschaft Spaß zu haben, werden sie dich belohnen. Zweimal wurde ich gebeten, für Kunden Prostituierte zu besorgen. Ich habe beide Male dieselbe Ausrede benutzt. Das kann ich nicht. Ich werde von den Prostituierten keine Quittungen bekommen und sie nicht als Spesen abrechnen können. Tut mir leid. Aber Striptease-Bars gehören zum Leben der City Boys einfach dazu. Wir bemerkten eine Veränderung. Eine Weile gestand er sich das auch ein. Er hatte sich der Kultur der City angepasst. Er wurde geldgierig. Der Steuerhinterziehung, die Laster und die Exzesse der City. Es war spannend, dass jemand ausgebrochen war. Wer konnte das sein? Warum tat er das? London rätselt. Wer ist der Nestbeschmutzer? Der Verräter, der die Mauer des Schweigens durchbricht und der über seine Kollegen herzieht? Hinter welchem Schreibtisch sitzt er? Ich habe die Mauer des Schweigens durchbrochen, wie bei der Mafia. Der Grund, warum diese Mauer überhaupt existiert, ist, City Boys sind sich klar, wie viel Geld sie im Vergleich zu anderen verdienen. Sie wollen ihre Arbeit unglaublich komplex und intelligent aussehen lassen, nach dem Motto, ihr da draußen müsst es hier gar nicht erst versuchen. Zu kompliziert für euch. Diese besondere Sprache. In Wirklichkeit schieben wir nur Papier hin und her. Allerdings ziemlich clever. Die City wird misstrauisch. Irgendwo sitzt ein Banker, der außer Kontrolle geraten ist. Einer, der nach seinen eigenen Regeln spielt. Hätte mich meine Bank entdeckt, ich wäre gefeuert worden. Er spürte die Gefahr. Je mehr er schrieb, desto leichter wurde es herauszufinden, wer hinter der Kolumne steckt. Ein Proteststurm erhebt sich gegen den Anonymous und entlädt sich in wüsten E-Mails. Du verdienst es, geschlagen zu werden. Du bist ein übler Heuchler. Du bist ein verdammter Lügner. Deine Kollegen sollten dich verprügeln. Man kann ja nicht schreiben, diese Typen sind bösartige, gierige, rücksichtslose Egoisten, die als junge, weiße Weiberhelden in einer abgeschlossenen Welt leben. Und dann denken, niemand würde auf so etwas reagieren. Noch ist Anderson hin und her gerissen. Soll er weiter in der City arbeiten? Soll er aussteigen? Er zeigt die Kolumne seinen Eltern. Die sehen die City ohnehin kritisch. Wir wussten davon. Und von Zeit zu Zeit haben wir sie auch gelesen. Uns gegenüber hat er es nicht verheimlicht. Die meisten von ihnen waren richtig witzig. Es waren Abenteuer, die er in der City erlebt hat.
Sommer 2007. Verstörende Nachrichten aus den USA. Ich muss mich der Kritik, ich sei Heuchler, stellen. Und muss beweisen, dass dem nicht mehr so ist. Soll ich mein ganzes Geld weggeben? Sollte ich all meine Ersparnisse verschenken? Manche sagen ja. Warum nicht? Von irgendetwas muss man ja leben. Immerhin habe ich es 12 Jahre lang verdient. Ich spende. Aber ich möchte darüber nicht sprechen. Ich will durchaus etwas zurückgeben. Der Aussteiger wird Promi. Ein Popstar unter den Kritikern der Bankenwelt. Weiter mit Kolumne und eigener Sendung. Die Jungs von den Hedgefonds werden völlig zu Recht beschimpft. Sie setzen falsche Gerüchte in die Welt. Etwa das Gerücht, dass eine Bank kurz vor der Pleite steht. Sie verkaufen rechtzeitig ihre Aktien und machen Kasse. Dadurch tragen sie zur Destabilisierung der Weltwirtschaft bei. Sie verursachen eine globale Rezession. Arbeitsplätze gehen verloren. Häuser müssen aufgegeben werden. Für diesen Film wollte keiner der Banken Stellung beziehen. Auch nicht die Londoner Finanzaufsicht. Ein mit Preisen ausgezeichneter Broker, der jetzt gegen seine Ex-Kollegen schießt, das ist zu gefährlich. Kein Kommentar. Wir wünschen Garant alles Gute. Tut mir leid, bin gerade sehr beschäftigt. Wegen Gesundheitsbestimmungen können wir keine Dreharbeiten zulassen. Wir müssen Ihre Anfrage ablehnen, aus Sicherheitsgründen. Er hat die Grenze überschritten. Wenn du als Betrüger, Lügner oder Dieb erwischt wirst, wirst du hier nie wieder arbeiten. Die City hat ein langes Gedächtnis. In der City ist er jetzt eine unerwünschte Person. Er ist zu weit gegangen. So etwas darf man nicht tun. Garant Anderson probiert den Durchmarsch und macht sich über seine Ex-Kollegen auch noch lustig. Herbst 2008. Richtig zum Lachen ist in der Finanzwelt niemand mehr zumute. Weltweit stürzen Banken ein wie Kartenhäuser. Anderson hat in seinen Kolumnen vor dem Crash gewarnt. Jetzt fühlt sich der Ex-Banker bestätigt. In einer Mischung aus Schadenfreude und Entsetzen. Es werden ca. 50.000 Jobs verschwinden. Sich Banker im echten Faustkampf. Auch Garant Anderson kommt auf den Geschmack des White-Collar-Boxings. Schweiß und blaue Flecken nach Börsenschluss. Wer mehr verdienen will als seine Gegner, muss fit sein. Auch härter. Gegen sich und gegen die anderen. Als Familie sind wir nicht sonderlich an Geld interessiert. Garant schien jedoch eine faustische Beziehung zur City zu entwickeln. Er hat seine Seele verkauft. Das Leben im Schattenreich der City fordert schnell Tribut. 24. November 2000. Anderson steht vor seinem 5. Jahr. Während er feiert, ereignet sich in einem amerikanischen Kohlekraftwerk ein Unfall. Zu Arbeitsbeginn blicken alle auf den 27-jährigen Analysten Anderson, den inzwischen hoch angesehenen Spezialisten für Energieunternehmen. Wie soll die Bank reagieren? Ich kam zur Arbeit, nachdem ich eine tolle Nacht hinter mir hatte. Plötzlich musste ich den Aktienpreis einer Firma analysieren, deren Kraftwerk in Utah gerade in die Luft geflogen war. Garant Anderson muss blitzschnell reagieren und ist hoffnungslos überfordert. Waren Sie auf Kokain? Marktgerüchte möchte ich nicht kommentieren.
Noch im Rausch der vergangenen Nacht gibt der Analyst Kaufempfehlungen. Sie werden an der Börse sofort umgesetzt. Ich habe den Verlauf des Kurses falsch eingeschätzt. Als der Trader anrief, sagte ich, ich denke, der Kurs wird so um die 5 Pence fallen. Nachdem der Kurs um die 10 Pence gefallen war, sagte er, klasse, lass uns einsteigen. Und ich sagte, ja, mach. Und dann fiel der Kurs nochmal 10 Pence und nochmal 5 Pence. Und ich dachte nur, oh Mann, da wurde mir übel. Plötzlich denkst du, oh nein, ich habe es richtig vermasselt und meiner Bank eine Menge Geld verloren. Aber was soll's? Man muss so etwas im großen Rahmen sehen. Ein knappes Jahr später. Angriff auf das Finanzzentrum auf der anderen Seite des Atlantik. Für einen Moment scheint die Welt, auch die Welt des Geldes, stillzustehen. Anlass zum Nachdenken. Er trug immer diesen Konflikt mit sich herum. Sein Job machte ihm Spaß, er war ja auch sehr gut darin. Aber andererseits ohne Illusionen, wie die City funktioniert, was für Unsummen da fließen und was die Leute für Geld tun, wie seine Kollegen sich verhalten. Er wollte darüber schreiben, das alles einfach loswerden. Von Beginn an sorgen die Kolumnen des City Boy für Gesprächsstoff. Ein Insider packt aus. Zum ersten Mal. Ein Skandal. In einer seiner ersten Kolumnen ging es um Leute, die ihren Bonus bekommen. Ihm und seinen Kollegen wurde oft eine 500.000 Pfund angeboten. Aber der Kodex der City sah vor, dass man selbst dann noch absolut angewidert tat und seinem Boss sagte, was ist das denn? Das ist ja eine Beleidigung. Mit der Kolumne habe ich täglich 500.000 Londonern gezeigt, wie die City funktioniert. Ich habe die schlechten Seiten der City aufgedeckt. Insiderhandel, falsche Gerüchte, Steuerhinterziehung, die Laster und die Exzesse der City. Es war spannend, dass jemand ausgebrochen war. Wer konnte das sein? Warum tat er das? London rätselt. Wer ist der Nestbeschmutzer? Der Verräter, der die Mauer des Schweigens durchbricht und der über seine Kollegen herzieht? Hinter welchem Schreibtisch sitzt er? Ich habe die Mauer des Schweigens durchbrochen, wie bei der Mafia. Der Grund, warum diese Mauer überhaupt existiert, ist, City Boys sind sich klar, wie viel Geld sie im Vergleich zu anderen verdienen. Sie wollen ihre Arbeit unglaublich komplex und intelligent aussehen lassen, nach dem Motto, ihr da draußen müsst es hier gar nicht erst versuchen. Zu kompliziert für euch. Diese besondere Sprache. In Wirklichkeit schieben wir nur Papier hin und her. Allerdings ziemlich clever. Die City wird misstrauisch. Irgendwo sitzt ein Banker, der außer Kontrolle geraten ist. Einer, der nach seinen eigenen Regeln spielt. Hätte mich meine Bank entdeckt, ich wäre gefeuert worden. Er spürte die Gefahr. Je mehr er schrieb, desto leichter wurde es herauszufinden, wer hinter der Kolumne steckt. Ein Proteststurm erhebt sich gegen den Anonymous und entlädt sich in wüsten E-Mails. Du verdienst es geschlagen.